Hallihallo alle zusammen. Ich mache hier mal ein kleines Infovideo. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist bei mir auf dem Kanal nicht ganz so viel in letzter Zeit. Das liegt einfach daran, dass Gamescom war und zwei Projekte ausgelaufen sind, wie jetzt zum Beispiel Running Red und auch... stehst du da? Wartest du? Okay. Wie auch Running Red und Captive. Und ich spiele hier im Hintergrund Skyforge, weil ich das gerne privat ein bisschen abends immer spiele. Greifst du an? Greifst du nicht an? Ist ein Boss? Wahrscheinlich. Okay. Weil ich das privat halt ein bisschen gerne spiele und keinen Bock auf Minecraft hatte. Und als Infovideo im Hintergrund kann man das ja auch spielen. Ich habe euch auch unten in die Beschreibung den Download-Link geschrieben. Das war mein Skype, sehr schön. Den Download-Link geschrieben für das Product Placement von Early. Der hat dafür ein Product Placement, ich nicht. Und ich glaube, ich muss Skype ausschalten. Muss ich Skype ausschalten? Skype hält den Mund. Gut. Ja, ich habe euch unten in die Beschreibung den Product Placement Link von Early gesendet, weil ich kein Product Placement habe und er hat mich auch schon so oft unterstützt, dann kann ich ruhig mal seinen Product Placement Link nehmen. Wenn ihr euch halt darüber anmeldet, dann unterstützt ihr ihn. Und was ich ansprechen wollte auf dem in dem Infovideo ist halt, wie ihr wahrscheinlich mitgekriegt habt, kommen halt gerade nicht ganz so viele Videos von mir. Oh, okay, cool. So gut wie gar keine. TTT läuft noch. Das werde ich jetzt halt auch wieder regelmäßig bringen nach der Gamescom. Und auch Ip und Op läuft noch mit Dani LP. Auf jeden Fall. Die zwei Projekte laufen jetzt regelmäßig. Ende September startet ein richtig, richtig geiles, richtig, richtig großes Projekt. Ein Minecraft-Projekt. Ich darf es aber nur Projekt D nennen. Ist noch alles ziemlich in der Geheimhaltung. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich mega darauf und das wird richtig, richtig nice. Also auch mit ganz, ganz vielen anderen Leuten, die ich nicht wirklich kenne. Und deswegen freue ich mich eigentlich gerade so drauf, weil ich mag neue Bekanntschaften. Kann man das so nennen? das auf jeden Fall mal dazu. Im September wird es was Neues geben und der Kanal wird auch jetzt halt nicht tot sein. Auch wenn es euch eventuell so vorkommen könnte, weil ich ziehe am 1.9. um in eine neue Wohnung. Ich wohne ja gerade noch bei meinen Eltern. Übergangsweise und habe jetzt eine neue Wohnung gefunden. Das ist auch eigentlich alles schon in dem Sinne abgeklärt. Nur die Internetleitung kann ich erst beantragen, wenn ich in der neuen Wohnung drin bin. Das heißt, das wird wahrscheinlich eine Woche oder so dauern, bis ich dann Internet habe. Das heißt, ich werde dann gut ohne Internet dastehen. Dann kann ich halt keine Videos machen und das ist halt auch das, worauf ich euch vorbereiten möchte, wo ich euch dann halt auch sagen möchte, hey, so und so sieht's aus, das und das wird jetzt halt nicht mehr kommen. Deswegen will ich auch gerade kein neues Projekt starten, weil es sind im Endeffekt nur noch 2 bis 3 Wochen dahin, eigentlich nur noch 2 Wochen. Super, ich bin eingefroren. Sind eigentlich nur noch 2 Wochen bis dahin und wenn ich jetzt halt ein Projekt starten würde, dann eine Pause reinhauen und ist man draußen. Darauf habe ich keine Lust. Wenn, dann will ich ein Projekt starten, wo ich Lust drauf habe, wo ich Bock drauf habe, wo ihr Spaß dran habt und nicht einfach irgendeinen Lückenfüller jetzt halt für die Zeit. Das wäre nicht gut für euch, nicht gut für mich und deswegen mache ich es lieber so, damit etwas weniger kommt, bis ich dann wirklich umgezogen bin, bis dieser neue Lebensabschnitt erreicht ist, weil es einfach halt, denke ich, das Beste ist. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Viele kennen mich ja auch vom Moderieren, vom Zandersein-Chat, von Earlybirdsein-Chat, von vielen anderen YouTubern den Chat. Da habe ich auch schon dem Mod-Team gesagt, wir sind ja ein großes Team, mit dem wir agieren und arbeiten, damit ich jetzt einen Monat Pause nehmen werde vom Moderieren.
wenn es mir möglich ist, im Chat dabei zu sein, bin ich natürlich sehr, sehr gerne im Chat dabei. Aber ich will lieber sagen, ich bin nicht da, als dass ich dann da bin und als dass ich nicht da bin und die Leute erwarten, dass ich da bin. Kann man das so verstehen? Ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Nein. Und ja, deswegen will ich mich da auch auf jeden Fall abmelden, damit ich da auf der sicheren Seite stehe. Weil nicht nur das auch dazu kommt, sondern ich versuche auch halt noch mit dem Arbeitgeber zu wechseln und so. Und ich lebe ja im Moment auch nicht von YouTube. Also ich bin von YouTube nicht abhängig. Ich habe ja meinen Hauptberuf noch nebenbei. Deswegen ist es mir auch tagsüber sehr, sehr schwer oder gar unmöglich aufzunehmen, weil ich halt auch oft samstags, sonntags, also so gut wie immer samstags, sonntags arbeiten muss. Ist es mir halt unmöglich, am Wochenende aufzunehmen. Es ist mir unmöglich, tagsüber aufzunehmen. Und deswegen muss ich da halt mal gucken, wie ich das jetzt halt mache, wie ich da auf jeden Fall Zeit noch für YouTube finde. Und das muss sich erst einpendeln. Und wenn sich das erst alles eingependelt hat, dann kann ich sagen, ja, jetzt kann ich wieder euch guten Content bringen und Spiele, die mir Spaß machen. Deswegen so viel dazu, warum ich jetzt halt eine kleine Pause machen werde. Das wird wahrscheinlich nur ein, zwei Monate, nee, noch nicht mal so lang, ein Monat, zwei Wochen, ein Monat, denke ich, wird es ungefähr eine Pause geben. Ich versuche halt weiterhin was zu machen, aber wenn halt dann mal ein, zwei Videos nicht kommen, dann seid mir da auf jeden Fall nicht böse. Überall Sumsebienchen. Ich hasse Sumsebienchen. Aber hier sind ja genug Leute. Was wollte ich noch sagen? Ich gucke gerade noch auf meinen Zettel. Oh, ich könnte euch noch ein bisschen was von der Gamescom erzählen. Das Infovideo ist bei mir ja irgendwie nie so lange. Irgendwie habe ich immer nur so 5 bis 6 Minuten Infovideo. Ansonsten rede ich dann nur noch Scheiße, damit die 10 Minuten gefüllt sind. Und zwar, Gamescom war für mich also der absolute Hammer. Ich habe so viele Leute getroffen, die Fan-Treffen. Ich war ja jeden Tag mit Zander, der hat ja ab 15 Uhr oder ab 14 Uhr Donnerstag und Freitag 14 Uhr und Samstag, Sonntag ab 15 Uhr dann Fan-Treffen hinter Halle 8 gemacht. Da war ich eigentlich so gut wie immer mit dabei und einfach mitgestanden oder einfach hingesetzt und den Tag ausklingen gelassen, weil ich ja Mittwoch schon die ganze Messe angeguckt habe. Aber ich habe noch so viele Leute von euch getroffen und so viele gesehen. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer denn alles da war und mit wem ich alles gesprochen habe. Ich glaube, ich bin schon fertig. Ah ne, 85%. Da ist noch ein Ei. Ah ja, da wollte ich euch noch was zeigen. Guckt mal. Sieht man das? Ich hoffe, man sieht es in der Facecam. Warte, ich mach mal weißen Hintergrund an. Das ist eine Eule, die ein Headset aufhat und am Computer sitzt. Ist die nicht absolut geil? Ich finde diese Eule so hammer. Die steht jetzt auch immer bei mir zwischen den zwei Monitoren in der Mitte. Ich liebe diese Eule. Ich habe noch keinen Namen. Vielleicht könnt ihr euch ja einen Namen überlegen. Aber es ist einfach eine Gaming-Eule. Ich weiß nicht. Ich finde sie einfach so göttlich, so niedlich. Ich hoffe, man kann sie sehen in der Facecam. Warte mal. Wir machen das jetzt aber ganz einfach. Da. Eine Gaming-Eule. Ist sie nicht aber süß? Ich finde sie so klasse. So viel dazu. Und ich muss mal gucken, ob ich gerade sterbe. Oh ne, alles gut. Okay. Und dann habe ich noch was gezeichnet bekommen. Das finde ich auch ganz süß. Hat jemand das Skin, mein Avatar gezeichnet? Das muss ich mir auf jeden Fall aufhängen. Das werde ich zu meiner Tippi-Seite auf jeden Fall aufhängen. Ich habe ja Tippi-Stream, wo man mir spenden kann. Und dann habe ich noch in der Kanalbeschreibung tippi.de. Da kannst du deinen Creator unterstützen und dann kriegst du halt verschiedene Belohnungen und kleine Gimmicks und sowas. Und da habe ich auf jeden Fall für jeden Spender eine Tippi-Wand in meiner neuen Wohnung. Da werde ich das auf jeden Fall noch dazu hängen. Ja, also ich habe mir ja auch Autogrammkarten gemacht von den Spenden. Es hat ja leider nicht für die Lekria
gereicht, was ich auch gar nicht jetzt halt irgendwie schlimm finde oder so, dann wird es halt, hole ich mir die nächstes Jahr, keine Ahnung. Ich muss woanders rein, ich muss dahin. Bin ich im Kampf? So. Ja, auf jeden Fall habe ich dann von den Spenden auf jeden Fall Autogrammkarten machen lassen und ich glaube, ich habe hier jetzt gar keine rumliegen. Und ich habe wirklich sagen müssen, ich wollte mir ungefähr 10, 20 Autogramme machen und das hätte vorne und hinten nicht gereicht. Also ich habe so viele Autogramme gegeben, dass ich gar nicht, das hätte ich gar nicht erwartet. Also ich hätte überhaupt nicht damit gerechnet, damit überhaupt jemand da irgendwas will von mir und ich muss einfach sagen, ich war komplett geflasht von der ganzen, hey, nicht alle putt machen, von der ganzen Gamescom, von den ganzen Leuten. Ich war einfach überwältigt von euch, wie zahlreich. Die meisten waren natürlich wegen Zander da und Michael war immer ein riesengroßer Pulk von Leuten. Aber viele haben dann auch mich erkannt und kamen dann halt dann, nachdem sie bei ihm waren, auch auf mich zu. Und ich habe das einfach, mir hat es richtig Spaß gemacht, auch sich mit allen zu unterhalten und mal alle, ihr könnt mich ja immer sehen bei den Streams oder wenn ich mal Facecam mache, aber ich habe immer nur eure Namen, eure Nicknamen im Bild. Und dann mal die Gesichter dazu zu sehen, ist einfach was ganz, ganz anderes, wenn man mal den Mensch dahinter sieht. Ich fand es einfach so, oh nein, jetzt hat er ein Bossblatt, ah nee, der ist noch da. Ich fand es auf jeden Fall richtig klasse, es hat mir richtig Spaß gemacht und ich fand, und Skype ist immer noch an. Es hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ich wiederhole mich auch die ganze Zeit und sage einfach nur, damit ich es toll und klasse fand, aber es war einfach auch so. Es war irgendwie überhaupt nichts daran, wo ich jetzt halt gesagt hätte, ich will vorzeitig nach Hause, viele haben gesagt, ey, die Füße tun einem weh, jetzt ist auch genug mit Gamescom. Ich bin nach Hause gefahren und habe so gedacht, noch mal eine Woche Gamescom. Auf, Leute! Das war so irgendwie meine Ansicht nach der Gamescom. Und was auch einfach toll ist, wenn du eine ganze Stadt voller Leute hast, die du kennst. Irgendwie waren wir in verschiedenen Gruppen drin. Bei WhatsApp. In verschiedenen Konfis. Funville hatte eine Konfi. Das Mod-Team hatte eine Konfi. Und wenn du dann in Köln unterwegs warst, hast du einfach mal da reingeschrieben, hey, wer ist denn gerade am Dom? Wer ist denn gerade da? Was macht ihr denn gerade? Und irgendwie hast du immer irgendwelche Leute von diesen Gruppen gefunden. Und es ist einfach so, als wäre eine riesengroße Familie in einer Stadt, würde die wohnen. In einer riesengroßen Stadt, in der man halt zusammen feiern könnte. Und das war halt, das ist halt das Schöne an der Gamescom, damit halt alle verbündet sind, wo du halt den ganzen Zeit im TS hörst oder mit denen du schreibst und ja. Und auf jeden Fall das Beste, was ich so daran finde. Und ich glaube, ich habe jetzt auch genug geredet. Wichtigste Info war auf jeden Fall, der Kanal ist nicht tot. Es wird hier noch was kommen und es werden richtig, richtig. Das war mein Handy, Skype-Handy, perfekte Videoverbreitung. Kanal ist nicht tot, hier wird auf jeden Fall noch was kommen, nur ist halt gerade bei mir etwas Real Life, was mir wichtiger ist und was im Vordergrund steht, Umzug und Job, ich glaube, das reicht schon, wenn es zwei aufeinander fallen, dann hat man schon genug für die Auslastung und deswegen wollte ich euch da ein kleines Update geben. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Oder wollt ihr noch den Boss miterleben? Ihr wollt noch den Boss miterleben. Tut mir leid, aber ich feiere dieses Game gerade so ein klein bisschen. Ich finde es einfach so gut, für nebenbei zu spielen. Wenn man hier mal auch ein klein bisschen Werbung machen kann. Und hier tut man auch keine Mobs klauen in den Gebieten. Wenn jemand den angegriffen hat und du kreist mit an, dann hilfst du dem eigentlich nur. Weil jeder kriegt den Kill. Deswegen, das ist halt hier sehr, sehr gut umgesetzt. Und deswegen, ja, der Boss war ziemlich lahm. Du kriegst mich nicht. Nein. Würde ich jetzt halt an der Stelle dann auch Schluss machen und macht's gut. Bis dann. Tschüss.